Der achtmalige Meister aus Frankreich rettete sich nach der 0-1-Niederlage im Hinspiel mit einem Tor von Vanessa Gill in die Verlängerung, wo Sarah Debritz angeblich alles klar machte. Doch nach einer VAR-Verwarnung und einer minutenlangen Unterbrechung schoss Maren Milde die Engländer im Elfmeterschießen per Foul-Elfmeter zum 21. Dort setzte sich Chelsea 43 durch und muss sich nun mit dem FC Barcelona auseinandersetzen. Wie 2022 stehen Wolfsburg und Barcelona im Halbfinale der Königsklasse. Der englische Meister Chelsea war bei seinem bis dato einzigen Anlauf 2021 erst im Endspiel gegen Barcelona gescheitert. Die ÖFB-Nationalspielerin Marina Georgieva sah zu, wie ihr Team die Bank verließ.